Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der FC Schalke 04 Managerkarriere. Wir haben ja beim letzten Mal angefangen mit dieser Karriere und jetzt gehen wir rein in diese Partie. Gegen den ersten FC Nürnberg und sie werden hier mit einer 4-3-3-Formation auflaufen. Wir beginnen natürlich mit unserer gewohnten Formation und hier wird aber Ralf Fährmann von Anfang an beginnen im Max-Morlock-Stadion und damit gehen wir auch rein in diese Partie. Brunner über den Flügel. Brunner mit dieser Hereingabe auf Karaman. Es war kein Abseits, Karaman macht ihn rein auf jeden Fall in der 9. Spielminute. Richtig schöner Treffer. Lazza findet Mohr auf Karaman. Karaman auf Ovejang. Ovejang schießt vorbei. Ovejang sieht jetzt hier Mohr. Mohr legt auf für Tempelmann. Tempelmann auf Karaman und Karaman. Zweiter Treffer für ihn und zweiter Treffer für die Gelsenkirchner. Erster FCN ist im Angriff. Und Fährmann, erste Parade von ihm. Tobias Mohr über den Flügel. Mohr mit dieser Hereingabe. Terror bekommt angegriffen. Aber Klaus kommt dazwischen. Mohr sieht Brunner. Brunner hat ihn. Brunner hat ihn immer noch. Brunner auf Tirotte. Der Kapitän trifft auch kurz vor Halbzeit 5 und damit machen wir Tor Nummer 3. Jetzt hat Seguin den Ball. Sieht Brunner mit nach vorne sprinten und er macht ihn auf die Distanz rein. Und damit macht er auch Tor Nummer 4 für den S04. Freistoß jetzt für uns. Und Kaminski darf diesen ausführen. Kaminski jetzt für die Schalker durch die Mauer hindurch. Aber der Torhüter rechnet damit. Schallenberg sieht jetzt hier Seguin. Sehr, sehr starker Ball. Dadurch bekommen sie hier diese Kontermöglichkeit. Der Ball rüber auf Simon Terodde, der Kapitän trifft und macht Tor Nummer 5. Freistoß vor Schluss. Kaminski auf Uebra Ogu, der hat jetzt hier diesen Ball. Zieht einfach mal drauf. Terodde nochmal auf Kuzuki. Kuzuki auf Karaman. Er scheint da. Terodde kommt angelaufen. Tor Nummer 6 fällt in der 93. Spielminute. Absoluter letzter Angriff. Und damit ein wunderschöner Treffer nochmal zum Schluss. Und damit sollten wir auch definitiv gewinnen, wenn dieser Anstoß ausgeführt ist. So ist es auch. Terodde macht zum Schluss nochmal seinen Dreierpack fest. Karaman hervorragende Leistung. Und damit sind wir sehr zufrieden. Nehmen 3 Punkte gerne aus Nürnberg mit. Und ja, was soll ich sagen? Beste Offensive sieht man auch hier wieder. Nach der Partie haben wir leider einen neuen Mann, der ja leider einen gebrochenen Zeh hat. Tempelmann ist verletzt für 3 Monate. Und das ist natürlich sehr bitter, denn jetzt fehlen uns auch noch 2 Mittelfeldmänner. Einmal Tempelmann als auch natürlich Drexler. Jetzt weiß ich ehrlicherweise nicht, doch Seguin könnte noch eingesetzt werden. Danach wird es aber dann auch schon ein bisschen knapper auf der Bank. Nach diesem absolut perfekten Spiel spielen wir jetzt gegen Hansa Rostock, die hier mit einer 5-3-2-Formation auflaufen. Wir beginnen natürlich mit unserer 4-3-3-Formation, werden aber hier Tower von Anfang an beginnen, beginnen lassen, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Top kommt mit statt Lassme und Lassme darf sogar von Anfang an beginnen, auch wenn Terodde ziemlich stark war. Der braucht eine kleine gewisse Pause aufgrund seines Alters. Wenn ihr damit nicht zufrieden seid, echt gehabt. Und damit gehen wir jetzt rein in diese Partie und natürlich wäre ein Sieg toll in der Veltins Arena. Hansa Rostock über den Flügel und Brunner ist da um zu stören. Funktioniert jetzt ehrlicherweise nicht so gut. Er wird reingepasst und auch leider getroffen. 90 Spielminute, wir liegen zurück. Mohr ist am Ball. Mohr auf Lassme. Lassme dreht sich um den Spieler herum. Lassme, exzellentes Fußballspiel von ihm. Und damit machen wir den Ausgleichstreffer in der 17. Spielminute. In Gelsenkirchen. Lass mal auf Mohr. Und Mohr versucht es über den Flügel erstmal alleine. Tobias Mohr scheitert. Der Torhüter pariert. Und damit bleibt es erstmal beim Unentschieden. Seguin am Ball. Sieht jetzt auch Lassme. Lassme auf Karaman. Richtig gute Chance. Jetzt Hansa am Ball. Und Hansa Rostock kommt durch. Fährmann glänzt da den anschließend klärt Schalke. Brunner bekommt dieses hohe Zuspiel. Brunner auf Lassme. Lassme auf Karaman. Und Karaman trifft dieses Mal im Nacken rein und bringt dadurch
die Schalker in Führung. Latzer am Ball, sieht Karaman komplett freistehen. Karaman auf Lasme, Lasme auf Tobias Mohr und er scheitert an Kolke. Latzer am Ball, Latzer auf Tobias Mohr, der direkt auflegt für Lasme. Lasme auf Latzer zurück. Schönes Kombinationsspiel von den Knappen und damit machen wir tatsächlich den nächsten Treffer. Bronner läuft den Rostock-Spieler erstmal hinterher und kann ihn zumindest vorübergehend aufhalten. Jetzt kommt aber auch Baumgartl dazu, der ihn aber auch direkt verliert. Hansa Rostock in unseren 16 Meter Raum. Jetzt ist ein komplettes Durcheinander da. Anschlusstreffer Hansa Rostock. Latzer am Ball, sieht Karaman. Karaman hat ihn, sieht jetzt hier Lasme, der nimmt ihn perfekt mit und Kolbe ist da. Eckball Ove Young mit der Reingabe auf Tobias Mohr, der ihn weiterleitet. Da kommt der Volley. Jetzt ist Rostock im Angriff. Und Kaminski wird erstmal auf die Seite geschoben und zum Glück geht der nicht rein. Mohr ist am Ball, Mohr auf Top und Top sieht Karaman. Karaman auf Top, super Zusammenspiel und Glanztat von Kolke. Das Spiel ist aus auf Schalke und damit gewinnen wir gegen Hansa Rostock mit 3:2 und holen uns sehr knappe 3 Punkte. Wir sind noch nicht mal lange in dieser Karriere und Polter beschwert sich direkt wegen einer mangelnden Spielzeit. Ja, es ist bitter, aber er muss leider eine ganze Saison bei uns bleiben, denn im Winter verkaufen wir auch keine Spieler. Damit gehen wir jetzt rein in die Partie gegen den KSC nach dieser schlechteren Nachricht und sie werden hier mit einer 4-1-2-1-2 vor uns auflaufen. Wir beginnen natürlich hier mit unserer Top 11 und damit gehen wir das allererste Mal in dieser Karriere in die Höhepunkte. Das Spiel beginnt für uns zumindest in der 4. Spielminute über den Flügel, den Latzer läuft hier entlang mit der Pille und er läuft und läuft, lässt sich gar nicht aufhalten beziehungsweise lässt sich dann direkt vom ersten Mann aufhalten und dann verlieren wir auch den Ball. Hinterher gibt es jetzt einen Angriff für den KSC über Schleusener und Latzer ist weit hinten. Jetzt muss Kaminski mit eingreifen. Kaminski kommt nicht dran. Fährmann geht ein bisschen raus, lenkt den Spieler ein bisschen auf den Flügel um. Und Ove Young hält ihn auf. Damit ist die Szene vorbei und wir bekommen einen Konter in der 14. Spielminute. Gut geschrieben über Latzer, der hier aktuell überall dabei ist. Latzer jetzt auf Simon Terodde. Terodde auf Mohr, der sich nicht durchsetzen kann gegen seinen Gegenspieler. Damit gibt es jetzt einen Konter wieder für den KSC über Rossmann, der hier in der Mitte diesen Ball bekommt und plötzlich ist da alles frei da hinten und wir müssen natürlich gut verteidigen. Baumgartl macht ein bisschen Druck, Brunner muss aufpassen auf den Flügel, dann kommt einer angesprintet, Brunner mit dieser harten Grätsche und tatsächlich zählt es als Foulspiel, ich dachte es wäre fair. Damit gibt es einen Freistoß oder auch nicht, weil es dann wirklich fair war. Egal, weite Flanke von Brunner jetzt auf jeden Fall auf Karaman. Der Riese bekommt hier diesen Ball gut geschrieben, dann wird aufgelegt oder versucht zumindest aufzulegen. Und das hat aber tatsächlich nicht funktioniert. Danach bekommen wir einen Konter über Latzer in der 46. Spielminute in der Felddienst Arena. Weite Flanke jetzt auf Tobias Mohr, der hier diesen Ball relativ gut annimmt. Die Hereingabe rein, beziehungsweise der Flachpass rein auf Karaman und er trifft. Und damit führen wir in dieser Spielzeit mit 1:0. In dieser Partie hervorragende Leistungen bisher. Damit ja, gehen wir auch direkt mal weiter über Nebel für den KSC auf den Flügel. Und Paul Nebel jetzt auf Rossmann. Rossmann hat ihn und ja, da sind zu viele für ihn. Damit haben wir jetzt auch eine Kontermöglichkeit über Ove Young, der auf Karaman passt. Karaman hat ihn. Karaman dribbelt ein bisschen, sieht Latzer freistehend und Latzer sieht wieder Tobias Mohr komplett freistehend oder auch nicht, denn er war in dieser Hinsicht so langsam. Danach gibt es auch einen Angriff wieder für die Schalker über Karaman in der 86. Spielminute. Karaman läuft mal ein bisschen nach vorne. Karaman zieht direkt mal ab und schießt ganz knapp vorbei. Das hindert aber daran nichts, dass wir hier am Ende gewinnen. Der S04 gewinnt hier mit 1:0. Relativ eng, aber verdient. Danach gibt es eine absolutes Topspiel. Es heißt Hertha BSC gegen Schalke 04. Hertha bzw. die Berliner werden hier mit einer 4-2-3
4-3-1-Formation auflaufen. Wir beginnen natürlich mit unserer Top 11, abgesehen von Simon Terodde, der hat leichte Ausdauerprobleme. Greimel darf ebenfalls von Anfang an beginnen und damit würde ich auch jetzt schon sagen, gehen wir rein in diese Partie. Baumgartl wird hier jetzt aber noch ersetzt durch Cassie und damit, ja, wollen wir natürlich gerne 3 Punkte holen, beziehungsweise erstmal 1 Punkt, wir wollen ja nicht zu gierig sein, deswegen mal schauen, was so passiert im Olympiastadion. Riese am Ball mit den Hacken, Pass, jetzt wird nochmal aufgelegt, Kaminski kommt nicht hinterher, Fehrmann kommt nicht drauf und wir liegen zurück. Seguin läuft nach vorne und wie er sprintet ohne Ende. Seguin lässt sich nicht aufhalten, macht den Ausgleichstreffer mit dem ersten vernünftigen Angriff der Schalker. Diese läuft vorbei an Brunner. Jetzt ist aber Brunner wieder da, muss trotzdem hier sich geschlagen geben. Jetzt der Hackenpass. Wir verteidigen auf der Linie und dann Fehrmann mit der Parade. Karaman am Ball. Karaman jetzt auf Lassme, der ist schnell. Lassme! Brunner läuft über den Flügel. Brunner auf Lassme, schöne Übersicht. Lassme läuft, Lassme mit den Innenpfosten, macht ihn rein und damit bringt er die Gelsenkirchner in Führung. Seguin auf Lassme, Lassme dribbelt sich hier vorbei. Lassme auf Karaman, kein Abseits und Karaman scheitert. Riese mit diesem Vollsprint. Da kommt jetzt nochmal die Grätsche und wir klären tatsächlich noch und die Latte hinterher und dann ist es Freistoß abseits. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall ist die Szene vorbei. Aubameyang mit diesem Kopfball auf Lazar. Lazar auf Hidrogo, der sieht Lazar. Luke Bacchio läuft auf dem Flügel entlang. Lazar, Schwierigkeiten und Hidrogo grätscht einfach mal, um hier keinen, ja, Pass zu riskieren und dann ist alles frei. Ja, und damit gleichen sie natürlich in Berlin aus. Uedraogo, jetzt kurz vor Schluss am Ball, sieht Kuzuki, der hier vorbei geht und auf Aubameyang spielt. Aubameyang mit der Hereingabe auf Tobias Moore und Uedraogo verliert hier diesen Schuss. Lazar macht auch nochmal die Brechstange. 90 Minuten Spielzeit sind im Olympiastadion vorbei und leider spielen wir nur unentschieden, aber damit können wir uns definitiv auch zufriedenstellen. Und wir machen weiter mit unseren Mittelfeldspielern, die einen gebrochenen Zeh haben, denn aus Paul Seguin holt sich einen gebrochenen Zeh mit 3 Monate Verletzung. Trotz der Verletzung von Seguin im Mittelfeld sind wir richtig gut drauf, denn wir gewinnen gegen St. Pauli mit 2:1 dank Simon Terodde und Brunner. Aber für den SC Paderborn reicht es leider nicht. Wir verlieren hier sehr eindeutig mit 2:0 und damit holen wir noch nicht mal einen Punkt aus dieser Partie. Was aber wiederum eine sehr erfreuliche Nachricht ist, dass Dominik Drexler wieder zurückkehrt, am Training teilnimmt und hoffentlich bald wieder einsteigen kann. Das war aber auch die letzte Partie gegen Paderborn. Damit blicken wir gemeinsam mal auf die Bundesliga-Tabelle. Wir sind auf Platz 2, ein paar Punkte hinter den Hamburger SV, denn die hatten bisher noch keine einzige Niederlage. Damit haben sie 29 Punkte, wir 22. Dahinter kommt Hertha BSC, Greuther Fürth, Alstau, Holstein Kiel. Danach kommt folgende Teams: einmal St. Pauli, Hannover, Paderborn, Elversberg, Kaiserslautern, Düsseldorf, Nürnberg, KSC, Hansa Rostock, als auch Magdeburg, Wiesbaden, Osnabrück und zu guter Letzt kommt Eintracht Braunschweig. Beim nächsten Mal haben wir folgende Partien. Wir spielen gegen den SC Elversberg, gefolgt von der Partie gegen Wien Wiesbaden, den Hamburger SV, wo ich mich sehr darüber freue, und auch Osnabrück kommt zu uns nicht, sondern wir fahren dorthin, und dann folgen auch noch 2 Partien, einmal gegen Holstein Kiel und Hannover 96, also es sind richtig nice Partien da. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein und ciao!